Moinsen Leute, was geht? Wir spielen wieder eine Runde Hearthstone Arena. Runde 3. Ich hoffe, es läuft besser als Runde 2. Mit Runde 1 war ich sehr zufrieden. Und wir hatten ja schon einmal Rexor, Thrall und Anduin hatten wir noch nicht. Und ich spiele Das einfach mal Anduin, Licht den wird den Priester. Sieg Weil bringen. ich Priester cool finde. Sehr cool sogar. Aber ich kenne auch nicht alle Karten, deswegen lese ich mir die immer wieder durch hier. 6 Mana, Ansturm, Gottesschild, 4-3 finde ich nicht so stark. Eure Karten und Fähigkeiten, die Leben wiederherstellen, verursachen stattdessen nun Schaden. Das ist doch schon mal eher was ich. Dann habe ich ne, die Fähigkeit von ihm ist ja 2 Mana, heil 2 Leben. Dann könnte ich 2 Mana, macht 2 Schaden machen. Ja, ich glaube, die nehme ich. Und der Gegner kann sie nicht mehr heilen und so weiter. Das hört sich gut an. So ein bisschen einen auf Schattenpriester machen, wie bei WoW. Wir haben hier den Dschungelpanther, den Schiss von Eisenfiele, säurehaltigen Schlamm. Da finde ich entweder den säurehaltigen Schlamm oder den Dschungelpanther. Und da der hier Verstohlenheit hat. Ne, hier aber den Dschungelpanther. Der ist nämlich super stark. Die muss ich auf jeden Fall nehmen hier. Das ist die Lichtbrut, die ist 4 Mana 0,5. Da denkt man, ist ja nicht so gut, aber die hat die Fähigkeit, der Angriff dieses Dieners entspricht immer seinem Leben. Das heißt, das ist eine 4 Mana 5,5. Und ich kann sie als Priester ja auch immer hochheilen. Und es gibt einige Karten, mit der ich sogar die Verteidigung über diese 5 hinaussteigern kann. Und dann wird die einfach zur super Monstermaschine, wenn ich die Karten bekomme. Hoffen wir mal. Okay. Das ist auch wieder eine sehr leichte Entscheidung. Entweder eine 6-Mana 5-2 Ansturm, 1-Mana oder eine 1-Mana 1-3 ziehe jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Ich bin im Heiler-Deck. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das ist viel zu stark. Da kriege ich mindestens ein, zwei Karten raus. Oder. Und die ist auch noch für 1-Mana eine 1-3, was auch schon mal nicht so schlecht ist. Oder den Gedankenschlag 2-Mana füge dem feindlichen Held 5 Schaden zu. Finde ich nicht so stark im Draft. Finde ich auch sonst nicht so stark. Was haben wir hier? 3 Mana, 4-3, vernichte einen Diener mit mindestens 7 Angriff. Der ist ganz nett. Andere Piraten, Piraten wollen wir nicht. Meeresriesen kostet 1 Mana weniger für jeden anderen Diener auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, ich nehme den Meeresriesen, um ehrlich zu sein. Den kriegt man gut raus und bis er den Tod kriegt bei mir, ich kann ja immer heilen. Das ist schon ganz gut. Mit dem bin ich schon ganz zufrieden. Wie sieht die Mana-Kurve aus? 2 Mana fehlt uns noch. Den Erzmagier finde ich nicht so stark. Zauberschaden weiß ich nicht, ob ich das im Priesterdeck wirklich so brauche, aber ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Spott. Das habe ich nämlich noch nicht. Okay, jetzt haben wir hier zum Beispiel eine göttlicher Wille. Verdoppelt das Leben eines Dieners. Damit kann ich dann einfach, wo haben wir ihn, die Lichtbrut zu einer 10-10 machen quasi. Aber die Gedankenkontrolle ist auch verdammt stark. Das ist 8 Mana, übernimmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Damit kann man auch so schnell gewinnen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme die Gedankenkontrolle, das ist viel zu lustig. Damit rechnet der Gegner nämlich auf keinen Fall. Okay, was haben wir hier so? 3 Mana, 2 Mana. Also die fällt für mich raus, die Karte. Die bringt nämlich plus 2 Angriff für meine Waffe. Ich habe keine Waffen, glaube ich. Es gibt, glaube ich, keine Priesterwaffen. Weiß ich nicht genau. Aber ich habe noch keine gesehen zumindest. Oder ein 2 Mana Feendrache. Der kann ja nicht getargetet werden von Spells. Ich glaube, ich nehme den Schlachtzugleiter. Das ist einfach viel zu gut. Viel zu gut. Und fixe eure Hand hinzu. Gedankenraub, Machtwort Schild oder Heiligenpein. Ich nehme das Machtwort Schild. Verleiht einem Diener plus 2 Leben, ziehe eine Karte. Das finde ich viel zu stark. In der Kombination mit dem Kleriker von Nordheim, den kann man damit sehr gut hochpushen. Und der Lichtbrut finde ich das sehr stark. Okay, eindeutig nehme ich hier den geschmolzenen Riesen, denn ich will weder ein Warlock noch ein Piratendeck machen. Will ich nicht. Okay, hier haben wir so ein bisschen Monster oder Removal. Wir Removal. Auf jeden Fall. Silence haben wir noch nicht. Removal, viel zu stark. Das geht gerade ein bisschen flott hier. Ritter der silbernen Hand. Oder Wolfsreiter Ansturm oder Windzorn. Ich glaube, ich nehme den Ritter der silbernen Hand. Der ist sehr stark. Rastloser Abenteurer. Den finde ich ja sehr stark. Die junge Priesterin ist auch sehr stark. Die bringt, verleiht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen befreundeten Diener plus ein Leben. Ich glaube, das mache ich. Einfach nur so, weil es vielleicht lustig sein könnte. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall Spott.
Okay, aber ich nehme den Vollstrecker des Tempels, der ist ja viel zu stark. Die habe ich noch nicht gesehen davor, die Karte. Das ist 6 Mana, 6, 6, verleiht einem befreundeten Diener plus 6 Leben. Plus 3 Leben, sorry. Das ist ja viel zu stark. Oder ich hätte 0 Mana, bringt einen Diener zum Schweigen. Das ist auch nicht schlecht, aber das hier macht halt zwei Sachen. Der Vollstrecker des Tempels. Und Murlocs wollen wir ja nicht. Weil Murlocs scheiße sind. Die machen nur. Wow. Aber hier haben wir noch einen Kleriker vom Nordhain. Jedes Mal, wenn wer geheilt wird, ziehe ich eine Karte. Nehme ich auf jeden Fall mit. Spott muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Zwei Mana haben wir noch nicht. Nehme ich den Wutanfall, den Chillwind Yeti oder den Ingenieurs. Ich glaube, ich nehme den Ingenieurslehrling. Der ist nämlich zwei Mana, 1, 2, ziehe eine Karte. Damit macht man nie was falsch. Damit macht man nie was falsch. Murlocs wollen wir nicht. Monstrosität. Spott, Todesröchel fügt allen Charakteren zwei Schaden zu. Das finde ich eigentlich sehr stark, aber ich finde auch stark, ziehe jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Aber ich glaube, ich habe bisher 1, 2, zweimal Spott. Das ist mir eindeutig zu wenig, wenn ich hier sogar einige Kreaturen habe, die ich unbedingt beschützen möchte. Zum Beispiel den Schlachtzugleiter möchte ich beschützen. Wo ist er? Hier. Nee, hier unten nicht. Kleriker vom Nordheil, junge Priesterin. Die möchte ich alle beschützen, deswegen nehmen wir mal die Monstrosität mit Spott. Haha. Hier haben wir wieder einmal den Wutanfallmann. Den mag ich nicht so gerne, weil ich ja heile. Und dann ist der Wutanfall wieder weg. Wutanfall war, wenn er verletzt ist, hat er halt plus 3 Angriff. Aber ich will nicht, dass meine Kreaturen verletzt sind. Der junge Braumeister führt dazu, dass ich mir eine Kreatur zurück auf die Hand holen kann. Das ist nur gut mit Kreaturen, die Kampfschrei haben. Davon habe ich noch nicht so viele. Dann nehme ich lieber die Heilige Nova. Für 5 Mana fügt allen Feinden 2 Schaden zu und stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Das ist super. Damit kann man einfach mal das ganze Spielfeld umdrehen. Okay. Oh, alles Kacke. Ich glaube, ich nehme hier den schlechten Spott lieber als. Oder nehme ich den verrückten Bomber. Verursacht 3 Schaden, der zufällig auf allen anderen Charakteren aufgeteilt wird. Ich glaube, das finde ich ganz lustig. Bisschen lustig kann es ja auch sein. Ah, ich nehme noch eine Kleriker vom Nordhain. Ist viel zu lustig. Mehr Kleriker vom Nordhain. Jetzt den jungen Drachenfalken mag ich nicht im Priesterdeck. Der hat zwar Windzorn, das heißt, er kann zweimal angreifen, aber was bringt es mir, wenn ich meinen Charakteren nicht Schadenbonus gebe, sondern sie nur heile hinten? Und eins kann man auch nicht heilen, weil entweder er ist tot oder er lebt noch. Ich glaube, ich nehme die Dunkelschuppenheilerin. Stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Nee, ich nehme den Frostwolf-Kriegsführer. Kampfschrei hält plus 1 bis 1 für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Lichtblut muss ich auf jeden Fall nehmen. Lichtblut ist viel zu gut in diesem Deck, glaube ich. Hier haben wir einmal einen Kernhund. Finde ich nicht so gut. Ist zu teuer. Wir haben schon sehr teure Karten hier, wie man sieht. Sehr, sehr, sehr teure Karten. Und hat nur 5 hinten als Verteidigung. Gedankenschlag mag ich auch nicht, weil das geht nur auf den Feind. Damit kann man nicht Gegner removen, sondern macht nur Schaden. Deswegen nehme ich den Ingenieurslehrling. Karten ziehen ist immer gut. Jetzt wird's schwer. Ich glaube, hier ist wieder eine Wahl zwischen Herr der Arena und Heilige Nova. Ich glaube, ich nehme den Herr der Arena, nur weil ich noch nicht so viel mit 6 habe. Sonst weiß ich gar nicht, welche besser ist von den Karten. Gar keine Frage. Ich habe jetzt diesmal den göttlichen Willen genommen, verdoppelt das Leben eines Monsters. Habe ich nochmal genommen. Weil ich Bock drauf habe. Okay, vernichtet ein Diener mit mindestens 7 Angriff. Ich glaube, ich nehme den Blutritter hier mit. 3 Mana, 3, 3. Alle Diener verlieren Gottesschild. Erhält plus 3 für jedes verlorene Schild. Nur wenn das einmal funktioniert, dass ich dem Gegner irgendwie Gottesschild wegnehmen kann. Dann geht das richtig ab. Und die anderen beiden Karten waren nicht so gut. Ja, schauen wir mal, was hier die erste Runde uns bringt. Ich hoffe, ich vermute mal, dass wir gegen einen Magier spielen, weil sehr viele Leute Magier im Moment spielen, weil die sehr, sehr stark sind. Aber ich hoffe mal, wir spielen nicht gegen einen Magier. Oh, Surprise. Oh, es leckt. Das heißt, es passiert etwas. Der würdige Gegner leckt sich rein. Oh, wir spielen gegen einen Magier. Wer hätte es gedacht? Na, was habe ich gesagt? Aber der Priester ist, glaube ich, ganz gut gegen die Magierin. Ja, und das, was ich auf der Hand habe, sieht auch schon mal sehr gut aus, finde ich. Den göttlichen Willen kann ich mir erstmal aufbehalten, falls ich eine Lichtbrut ziehe.
was sehr lustig wäre. Und so lange kann ich erstmal mit meiner hier ein bisschen Silence oder sowas vielleicht machen. Und der ist doch scheiße. Haha, falls ich eine Lichtbrut ziehe. Na, was habe ich gesagt? Das heißt, in der... Ich glaube, ich heb mir die auf, dass ich die beiden zusammenspielen kann. Sonst kann er mich zu leicht wegbrennen. Erstmal heilen wir uns. Sammeln wir erstmal Karten auf unserer Hand und gucken, was er so rauswirft. Sowas ist Kacke, natürlich. Das ist sogar sehr Kacke. Heile ich mich? Oder spiele ich einen Ingenieurslehrling oder einen Dschungelpanther? Ich glaube, ich spiele sogar den Dschungelpanther. Ja, so bin ich. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich gegen den Eispelz-Grizzly machen soll, außer ihn später töten, wenn ich hier meinen Superschaden am Start habe mit meiner Lichtbrut. Irgendwie in die nächste Runde kommen. Irgendwie in die nächste Runde kommen. Jetzt zählt es wirklich, diese Lichtbrut rauszubringen. Und dann haben wir was Gefährliches auf dem Feld. Ich hoffe, er kriegt uns nicht totgerusht in der Zeit. Okay, er friert meine Kreaturen ein. Das ist jetzt noch nicht so gefährlich. Das ist halt schon gefährlicher. Der hat jetzt schon 7 Schaden auf dem Feld. Das haut gut rein, ey. Richtig, richtig gut. Muss ich erstmal den Spotter spielen, glaube ich sogar. Den Spott spiele ich und mein Kleriker vom Nordhain. Heben wir uns mal einfach alles auf. Dann haben wir später noch ordentlich Möglichkeiten. Jetzt haben wir erstmal einen Spott draußen. Den muss er tot burnen. Da kann er mich nicht so leicht tot burnen. Und gleich muss ich auf jeden Fall mal zum Gegenschlag ausholen. Aber das läuft gerade nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich frage mich, ob... Ja, frag dich mal. Ich frag mich auch, ob. Es kommt jetzt drauf an, was du auf der Hand hast. Ich hoffe, du hast nicht so übelst den Ich Schissel. bin ein Meister der Magie. Ja, das ist schon mal nicht so der Schissel. Das macht nicht so viel Schaden. Oh, das ist schon eher böse. Die Frage ist bloß, wie spielt er das? Der ist schon mal tot. Der ist noch nicht tot und der greift mich direkt an. Okay. Wenn ihr meint. Okay, den muss ich auf jeden Fall töten hier. Zack. 4, 6. Ja. Jetzt wird's gefährlich, Freundchen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Und wenn er was Fettes spielt, haben wir immer noch 3 Mana Schattenwort tot. Vernichte einen Diener mit mindestens 5 Angriff. Oh. Oh, wir dürfen ihn nicht angreifen jetzt. Dürfen wir einfach nicht. Wir können ihn nicht angreifen, den Gegner. Das ist zu gefährlich. Das geht nicht. Wir können ihn nicht angreifen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Erstmal heilen. Dann haben wir noch 5. Das heißt, ich spiele. Bringt ein Diener zum Schweigen. Nehmen wir ihm den mal weg. Ein bisschen. Also ein Schaden mehr ist immer schlecht. Und dann spielen wir nochmal die junge Priesterin. Die muss er jetzt irgendwie loswerden. Und so lange hauen wir mal den hier weg. Ja, ich hätte eigentlich, ich weiß nicht, doch ich muss mich eigentlich heilen, weil er hat zu viel Schadenspotenzial. Ich kann nicht die Lichtbrut heilen. Ja, wenn ich jetzt Pech habe, dann krieg ich das hin.
Ja, genau, er kopiert die. What the fuck? Aber den kann ich töten. Kein Problem. Genau für sowas war das gedacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Erstmal muss ich ihn töten, sonst bin ich gleich tot. Ich muss eigentlich ihn hier rausnehmen. Dann kriege ich zwar zwei Schaden, aber ich muss es tun. Fünf Mana ist zu teuer. Dann verliere ich nämlich meine Heilung. Meine Heilung muss ich auf jeden Fall auf mich raushauen. Und dann spielen wir den Schlachtzugleiter. Ich muss mich jetzt jede Runde heilen, Leute. Und ich muss hoffen, dass er kein Card Draw kriegt. Diese Falle, vermute ich, dass es eine Falle ist, die heißt, wenn dich ein Monster angreift, zerstöre das Monster. Das heißt, ich werde gleich irgendwen da rein opfern. Okay, was hat er? Was hat er? Was hat er? Okay, was hat er? Was hat er? Ich brauche was mit Spott. Den Ingenieurslehrling muss ich erstmal spielen. Ist jemand verletzt? Okay, dann spielen wir den. Schnell, dann müssen wir ihn töten. Greifen ihn an. Guckt, welches ist es? Ja. Ich wusste es, Leute. Ich wusste es. Gut, dass ich aufpasse. Wenn ihr das schon nicht tut, dann muss immerhin ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Gottesschild. Ich spiele den jetzt einfach, ohne dass er was bringt. Nee, nee. Ich coin in den hier. Das ist besser. Jetzt hat er nämlich ein Problem. Aber ich habe auch ein Problem, wenn er Schadenszauber zieht. Gut gespielt. Ja, er hat locker Schadenszauber auf der Hand. Ja, guck. Oh Mann. Das war so klar. Ich hätte nicht meine Lichtbrut heilen sollen. Das war ein Fehler. Ah, ja, ja. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich hätte das, glaube ich, gewinnen können. Ha, muss ich mal zu Ende denken. Naja, 0-1. Aber ich finde das Deck gar nicht so schlecht. Ich muss auf jeden Fall damit auch nochmal gewinnen. Sonst bin ich sehr enttäuscht. Schauen wir mal, ob wir jetzt gewinnen können. Ich meine, bisher, erste Runde lief, glaube ich, 4-3. Zweite Runde lief 2-3. Also insgesamt 6-mal gewonnen, 6-mal verloren. Ist ja Mittel. Das ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Mal gucken, ob wir noch einen Magier kriegen. Magier sind einfach zu stark. Deren Fähigkeit mit dem einen Schaden schießen ist einfach so gut, dass die meisten einfach Magier spielen. Okay, wir kriegen den Jäger. Dagegen bin ich, glaube ich, ganz gut, weil ich mich ja die ganze Zeit heilen kann. Das ist schon mal ganz praktisch, glaube ich. Komm, wir ziehen mal ein bisschen neue Karten. Genau, diese Kombi wollte ich haben. Lichtbrut und das Schild. Das ist schön. Kommt in der vierten Runde was richtig Fettes auf ihn zu. Was richtig Fettes. Ich glaube, ich habe zu wenig Spott in diesem Deck. Diese vier Karten, die ich da habe, das ist einfach zu wenig. Ja, das heile ich wieder weg, Mongo. Mongo mit der Bongo. Nein, ich hole den verrückten Bomber. Los, werf nicht auf mich! Alter, willst du mich verarschen? Du verrückter, nicht verrückter Bomber, sondern verrückter Mongo. Junge! Alter. Was ein Mongo-Bonger, Bomber. Genau dafür, sowas habe ich den jetzt ausgespielt, damit ich den dann schon mal halb removen kann. Guckt, der ist jetzt schon mal halb removed. Und jetzt... coinen wir in die Lichtwut. No risk, no fun. Wir müssen diesmal schneller spielen als letztes Mal. Wir hoffen jetzt, dass er nicht irgendeinen Scheiß am Start hat. Sowas wie Fass. Wenn er Fass am Start hat, also
Fass, so von wegen aufessen. Oh ja, genau. Ja. Hat Ja, jemand den genau. Arzt gerufen? Ja, Bide, gib mir auf die Fresse. Okay, das ist scheiße gelaufen. Das ist so richtig scheiße gelaufen. Es hat ihm nicht mal was gekostet, außer eine Karte. Wir könnten auch mega bluffen, uns die ganze Zeit hochheilen, übelst die Karten bunkern, übelst die guten Karten bunkern. Ich will den hier eigentlich noch nicht opfern. Behalten wir den mal noch eine Runde. Eine Runde können wir den auf jeden Fall noch behalten. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Jetzt macht kein Kelleck. Schade, dass er Card Draw hat. Jetzt hat er nicht so schnell keine Karten mehr. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir es jetzt irgendwie die ganze Zeit überleben könnten, ohne dass er wirklich was bekommt. Was hat denn der Jäger für Fallen? Einmal zwei Schaden auf alle machen, einmal Eisfalle, dass ich die Karte, mit der ich angreife, zurück auf die Hand bekomme und sie zwei Mana mehr kostet. Ist ja eigentlich schön, wenn er den Bomber jetzt nicht da lässt, sodass ich ihn mal angreifen kann und mal gucken kann, was passiert. Er lässt die aber nicht da. Genau aus dem Grund. Ja, er lässt den nicht da. Ah, er war kein Quatsch. Okay, wir Eure bringen Magie wird den euch hier zum nicht helfen. Schweigen. Und dann. Die junge Priesterin ist verschwendet. Die spielen wir nächste Runde, wenn der hier draußen ist. Ja, die müssen wir ihm auf jeden Fall verstummen lassen. Dass der verhungernde Bussard zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr ein Wildtier spielt. Auf in die Schlacht, Mann! Der spielt wahrscheinlich nicht so wenige Wildtiere. Na, ah, das ist natürlich scheiße. Ich meine, so lange, wir überleben schon relativ lange und er verliert relativ viele Karten. Oh, er spielt aber auch verdammt viele Fallen, Mann. Ich hab ein bisschen Schiss. Benötigt ihr einen Segen? So, Bitch. Jetzt kommen wir an der Monstrosität vorbei. Ohne dass alle deine Monster sterben. Ich glaube, das kriegt er nicht hin. Die Frage ist bloß, was spielen wir für Kreaturen? Ich weiß, was ich gleich mache. Ich werde die Kleriker vom Nordhain spielen. Werde die junge Priesterin buffen mit einem Machtwort Schild. Und dann schauen wir mal, was passiert. Was macht denn da? Da kann man ja Monstrosität nicht angreifen. Ist jemand verletzt? Kleriker buffe ich mal. Boah, genau sowas brauchen wir jetzt. Ist jemand verletzt? Ja, was machen wir? Mehr Training? Einfach mal gucken, was passiert. Alle verlieren zwei. Das ist natürlich scheiße gelaufen jetzt. Zerfetzen und zerreißen. Was gut gelaufen ist, dass ich die zurück auf die Hand bekommen habe. Ja, jetzt ist der große Moment. Was wird passieren? Ich glaube, sein Schlingdorn-Tiger wird überleben. Und das wird uns gar nicht schmecken. Dann müssen wir den gleich Schattenwort tot geben. Oh. Es wird Ich riskant. frage mich, ob. Es wird sehr riskant. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, das war schon mal nicht so gut, Junge. Das war dumm. Sterben doch alle.
Ja, kostet meine Kreatur gleich nichts mehr, immerhin. Ich nehme mal den geschmolzenen Bobo. Nehmen wir das hier. Erstmal seine Sachen loswerden, auf jeden Fall. Nee, der kann mir nicht so viel Schaden machen in der nächsten Runde. Benötigt ihr einen Segen? Kann er nicht, hoffe ich. 11 Schaden, das kriegt er doch nicht hin. Der hat nur noch 2 Karten, der kann mir 5 Schaden machen. Was auch schon verdammt gefährlich ist. Na, was hast du? Komm. Komm, zeig's mir. Ich hab Angst. Ja, das ist dumm, dass du das spielst. Was machst du denn da? Der hat da ganz schön gefailt, Leute. Mehr Training. Wir heilen uns jetzt jede Runde und behalten die Board Position, damit er uns mit seiner Heldenfähigkeit nicht jede Runde 2 Schaden zufügt und uns damit töten kann. Es interessiert uns ein Pups. Den müssen wir aber töten. Den töten wir mit dieser Kreatur. Und dann haben wir eben so. Einmal mit der. Die alle 2 Schaden. Schade. Heilen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall heilen wir uns erstmal. Dann spielen wir die Lichtbrut aus. Und müssen eigentlich die nächste Runde gewinnen. Wenn er jetzt nicht. Ich weiß nicht, was er gezogen haben soll, was uns tötet. Irgendwas mit Ansturm. Nee, er hat verloren. Gut gespielt. Oh, Leute. Bin ich glücklich, dass ich jetzt hier mal gewonnen habe. Huiuiui. Vor allen Dingen hätte er uns fast niedergerusht, ey. Ganz schön knäppges. Ganz schön knapp.